Tag, mein Name ist Anna Franek. Ich bin Galeristin Galerie Anna 25 in Wien und möchte Ihnen heute das Bild IS04 von Bernhard Paul vorstellen. Die künstlerischen Interessen sind bei jedem Schaffenden unterschiedlich ausgeprägt. Bernhard Pauls Interessenschwerpunkt liegt beim Malvorgang selbst, der Bildentstehung und indirekt bei der Musik. Die Inspiration des Künstlers stammt aus der sogenannten Neuen Musik. Bernhard Paul hört beim Schaffen seiner Werke Komponisten aus dieser Strömungsrichtung wie Steve Reich, Georg Friedrich Haas, Wolfgang von Schweinitz und wie bei diesem Werk Igor Strawinsky. Seine Werke entstehen in Serien und werden dementsprechend auch gekennzeichnet. Die Initialen des Komponisten dienen als Grundlage für die Nummerierung der Bilder. Das hier vorgestellte Werk trägt den Titel IS04. Igor Strawinsky beschäftigte sich als erster kompositorisch mit ausgeprägten Rhythmen, seriellen Tonabfolgen und neuen Akkorden. Viele Komponisten haben später darauf aufgebaut. Diese und weitere kompositorische Aspekte benutzt der Künstler als Grundlage für seine Malerei und verbindlich diese mit Pinsel und Farbe. Bernhard Paul legt sich beim Schaffen seines Werkes eigene Richtlinien auf, denen er folgt. Es ist der Pinsel mit seiner Stärke und seinem Strich, der rhythmisch angesetzt wird. Dabei beginnt der Künstler mit dem Erschaffen des Werkes links oben und arbeitet sie nach rechts unten vor. Mit jeder neuen Farbschicht wiederholt er den Vorgang. Für jedes Werk wird nur ein ausgewählter Pinsel verwendet. Die Pinselwahl entscheidet, welchen Effekt die Malerei erhält. Ebenfalls nutzt der Künstler die Grundfarben. Es sind lasierende Farben, die die darunterliegende Farbe durchscheinen lassen. Damit erschafft Bernhard Paul eine neue Farbenwelt, die Tiefe und Lichtreflexion suggeriert. Durch die Verwendung der Richtlinien entsteht das Bild fast wie von selbst. Es entsteht ein Dialog zwischen Bild und Künstler. Der Künstler entscheidet, welche Farbe verwendet wird, ob das Bild fertig ist, ob es harmonisch ist und ob ein weiterer Malvorgang das Bild zerstört. Bernhard Paul stellt seine Werke immer wieder neu in Frage. Seine neuesten Werke besitzen weiterhin einen rhythmischen Aufbau. Jedoch liegt der Fokus in den aktuellsten Arbeiten auf dem Farbstrich und im Dialog der Farben zueinander. Er komponiert seine Bilder neu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Falls Sie noch Fragen haben, können Sie gerne mit dem Hashtag Bernhard Paul auf Facebook, Twitter oder Instagram stellen. Ich freue mich aufs nächste Video. Bis bald!